Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass die Globalisierung bedeutet, dass wir weltweit miteinander kooperieren müssen, in Politik, in Wirtschaft, in der Kultur, und dass wir dafür auch ausreichende gemeinsame Vorstellungen und Spielregeln brauchen, die wir nicht haben. Wir haben kein ausreichendes global wirksames Gesetz. Wir haben kaum durchsetzbare wirksame Gesetzesstandards. Wir verfügen über unterschiedliche Auffassungen zur Ethik und Kultur. Und wir haben auch nicht genügend einheitliche Organisationen, die weltweit das durchsetzen könnten, was wir voneinander erwarten. Das wäre ungefähr so, als wenn man eine Fußballweltmeisterschaft spielt und alle Mannschaften haben eigene Vorstellungen über die Spielregeln. Es gibt keinen Schiedsrichter, es gibt kein gemeinsames Verständnis von Fairplay und es gibt auch keine FIFA, die das Ganze veranstaltet. Das heißt, wir wüssten alle, es gibt kein schönes Spiel. Und das ist aber im Grunde genommen die Situation, die wir heute haben. Und in dieser Situation fällt sehr viel Verantwortung auf Individuen zurück, Personen zurück, auf Leadership, auf Führung. Und zwar nicht nur ganz oben, sondern überall im alltäglichen Leben. Und auf dieser Ebene ist es möglich und muss es möglich sein, ein gemeinsames Band zu entdecken, etwas zu entdecken, was wir weltweit an kulturellem Bestandteil, an Tugenden, an Werten, an Moralvorstellungen teilen. Und zwar deswegen, weil wir alle in einer Zivilisation leben. Das globale Ethos einer Weltwirtschaft ist entstanden aus einem globalen Ethos, das die Stiftung Weltethos unter der Leitung von Herrn Professor Köngen schon vor vielen Jahren geschrieben, verabschiedet hat und auch in ein Parlament eingebracht hat. Und Herr Köngen hat mich vor einigen Jahren gebeten, ob es mich nicht reizen würde, dieses religiöse Weltethos einmal in einer Weise zu schreiben, dass es sozusagen auf die Wirtschaft anwendbar ist. Und das habe ich dann gerne zugesagt. Und dann hat sie eine Arbeitsgruppe gebildet, die die Entwürfe diskutiert hat. Dort waren mittelständische Unternehmer drin, das war Professor Leisinger von Novartis da drin, das war die Stiftung da drin. Und so ist dieses Dokument entstanden. Also als der Versuch, ein religiöses Weltethos auf die Wirtschaft anzuwenden, unter Bedingungen der Globalisierung, wo dem Individuum wieder vermehrt Verantwortung zufällt, weil wir in einem Institutionendefizit leben, um es mal ein bisschen technisch zu sagen. Entsprechend ist das etwas auch aufgebaut. Etwas heißt ja, es ist der Lebenspraxis entnommen. Im Gegensatz zur Ethik, die ja immer Begründungen liefert, geht es hier um eine gemeinsame Praxis zu organisieren unter zivilisierten Menschen, die gerade weil sie in einer Zivilisation leben, bestimmte Werte teilen müssten. Und das Dokument ist so aufgebaut, dass es zunächst einmal diesen Oberwert für jede Art von Zivilisation definiert. Und das ist eben der Begriff der Humanität. Ohne dass wir uns wechselseitig als Menschen anerkennen, denen Menschlichkeit gegenüber notwendig und angemessen ist, solange wenn wir überhaupt nicht miteinander umgehen können. Und das ist die Grundlage, das Grundprinzip, das sich dann eben materialisiert in verschiedenen Werten wie Respekt, Integrität, Ehrlichkeit, Offenheit, körperliche Integrität und so weiter. Die sind dort aufgeführt, eine Handvoll Werten, die überall auf der Welt als gemeinsames Band einer gemeinsamen Praxis gelten können in der Wirtschaft. Und dann muss natürlich dieses Thema Prinzip Humanität, Werte, muss runtergebrochen werden auf Fragestellung für die Wirtschaft. Was heißt Respekt im Verhältnis zu Mitarbeitern? Im Verhältnis zu Lieferanten, zu Kunden. Was heißt Menschlichkeit im Verhältnis zu Regimes, die Menschenrechte verletzen? Was heißt das Thema Ehrlichkeit und so weiter? So ist das Dokument aufgebaut. Es hat also drei Ebenen. Es hat ein allgemeines, abstraktes Prinzip. Es hat handlungsleitende Werte. Und es beschreibt die Felder, die Themenfelder des Managements, in denen es zur Anwendung kommen kann. Am Ende des Tages ist es ein Dokument, das auf eine ganz bestimmte Art von Führung abstellt. Nämlich Führung, die reflektiert ist an diesen Grundwerten der Zivilisation. Führung, die darauf setzt, dass sich dies auch in einer Wirtschaftspraxis Schritt für Schritt durchsetzen lässt. Und Führung, die auch darauf setzt, dass wir ohne ein solches gemeinsames Band rund um den Globus
auch nicht erreichen werden, eine stabile globale Politik und Wirtschaft.